Es ist einfach schön dort. Das da vorne, Großorthof, da das sicher Langnau. Und wenn wir uns umdrehen, da ganz vorne, aber wieder in Schibengütsch, wo ich jetzt nicht ganz oben war. Und da habe ich einen echten Bergweg. Da hier schon wieder eine Kreuzung, da kommt der andere Bergweg hoch. Auch von da unten. Da unten das Dorf, da hier, das muss Marbach sein. Dort habe ich heute mein Ziel. Und da drüben, die vielen Häuser, das ist die Marbach-Eck. Und da unten sieht man noch die Emme. Ja, das ist ein lustiger Berg. Und da alles das Karst, sehr viele Höhlen. Übrigens, früher soll das da eine ganz schöne Alp gewesen sein. Und nochmal die Schibengütsch. Aber der Teufel war so wütend und hat dann alles verkratzt. Ihr könnt diese Sage nachlesen im Internet. Ist noch interessant. Die Sage von der Schrattenflu. Übrigens, da hier unten, da hier, bin ich durchgekommen. Dort sieht man den Kran, das Kurhaus. Ganz interessante Felsformation. Stockhorn sieht man da auch. Da hat es jetzt wieder ziemlich viele grüne Wiesen. Ist wirklich da vorne ein schöner Kammweg. Da hier vorne kann man auch wieder absteigen. Und die Berge, das ist einfach so schön. Da vorne noch Eigenmönch und Jungfrau. Einen schönen Blick auf Marbach runter, Marbach-Eck. Und da, dieses Hügelgebiet da hier vorne, das habe ich schon alles durchwandert. Und dort ganz, ganz weit vorne, da hier, ist Langnau. Einen Ausblick auf Söderberg runter. Durch diesen Graben da unten werde ich dann nach vorne wandern.
Ich glaube, da vorne bei dieser Scheune geht es dann runter. Da hier hat es noch kleine Seen. Das Wasser, das verschwindet dann alles im Berg. Da hier vorne, da sieht man Wicken. Dort war ich auch vor kurzem. Jetzt bin ich höher als der Schiebegütsch. So, das ist der letzte Blick für heute hier runter, diese Seite. Ich gehe jetzt da runter Richtung Marbach. Das ist dort ganz vorne da. Von da oben komme ich jetzt runter, habe ich den langen Abstieg von mir. Geht's da runter. Oh, ist das einfach herrlich. Jetzt geht mein Wanderweg diesen Hang da runter. Da ganz weit unten, diesem Bereich da, sieht man eine Gruppe, die im Hochsteigen ist. Von da oben komme ich jetzt runter. Und das da ist mein Weg. Und gehe dann noch weit, weit runter zu diesen Häusern da. Da bin ich jetzt runtergekommen. Und ich habe doch schon ziemlich an Höhe verloren. Ja, jetzt bin ich dann doch fast unten. Das Schlimmste habe ich jetzt dann überwunden. Übrigens, das Wasser hier vom linken Graben, das fließt direkt in die Emme. Und das da vom rechten Graben, das kommt dann in die Ilfis und fließt ein bisschen weiter unten, unterhalb von Langnau, dann in die Emme. Und da bin ich runtergekommen. Da von diesem Felshöck, dort oben durch bin ich. Ja, da oben über diese Seite, da bin ich runtergekommen. Oh, diese Berge.
Und da hier habe ich jetzt dann schon den ersten Zwischenboden erreicht. Und da bin ich jetzt dann wieder ein bisschen schneller. Ja, das ist die Schrattenfluh von der Rückseite. Und da, hier, diese Wiese da, bin ich runtergekommen. Jetzt bin ich schon wieder ziemlich weit unten, aber noch lange nicht ganz im Tal. Es war noch ein Gleitschirmflieger. Schöne Stimmung heute Abend. Übrigens habe ich auch noch etwas im Zusammenhang mit der Schrattenfluh. Es wird diskutiert, ob die noch zum Emmental gehört. An gewissen Orten steht das nämlich und an gewissen Orten wieder nicht. Das ist also sehr umstritten. Was ich sicher weiß, dass die ganze Schrattenfluh im Kanton Luzern liegt. Auch hier bin ich auf Luzerner Boden. Ich werde heute in keinen anderen Kanton gehen. Da ganz draußen der Schiebegutsch. Ja, da sieht man sogar den Weg, der hier oben, wo er durchgeht. Und das wird so still. Und da noch alles voll mit Margeriten. Die sind voll am Blühen. Und haben jetzt dann doch schon Ende Oktober. Ich bin sowieso, glaube ich, noch nie so spät so hoch gegangen wie heute. Es hat noch kein Schnee, nichts. Es ist heute Abend ein bisschen dunstig, aber nicht so schlimm. Und da ist ein ganz schöner Weg. Und ich beginne schon bald wieder mit dem Abstieg, deinem weiteren. Ah, da unten ist sogar noch ein kleiner See. So. Da verlasse ich jetzt diese Höhe und jetzt geht es da hier runter. Der offizielle Wanderweg ist gesperrt und leider bei mir nicht vermerkt. Jetzt gehe ich doch aus Sicherheitsgründen halt hier runter. Ich weiß nicht sicher, ob man durchgekommen wäre, aber ich möchte da nichts eingehen. Unter anderem offizieller Wanderweg ging über die Marbachegg und das ist mir für heute zu weit, weil da ist wieder ein Aufstieg. Wow! Da geht das runter wieder. Ja, auch das da hier gehört leider zum Leben. So wie es aussieht, ein Jäger, der da verunfallt ist. Geht da doch jetzt ziemlich runter. Richtung Marbach. Thank you.
dieser Bach da unten, der fließt in die Ilfis. Das ist ein Zufluss, weil die Ilfis entspringt nicht so in einem Tal hinten. Das ist erst vorne bei Marbach, wo dann die Ilfis entsteht. Schaut euch mal das Holz da unten. Das wird alles beim nächsten Hochwasser weggeschwemmt und kommt in die Ilfis und irgendwann mal in die Emme. Und da hat es auch wieder steile Hügel. So, jetzt geht es weiter wieder. Da auf der Straße. Ich werde euch dann zeigen, wo eigentlich der Wanderweg runtergekommen wäre. Da hier ist viel runtergekommen. Und aus diesem Grunde ist auch da oben der Wanderweg sicher gesperrt. Ist da ziemlich viel von diesem Dreck darunter gegangen, bis in den Bach. Da wäre jetzt der Wanderweg runtergekommen. Und es geht jetzt da weiter auf diese Straße. Und da vorne im Tal unten ist Marbach. Nochmals einen Blick zurück. Ich glaube, da hier oben stand ich. Dann über diese Seite da, da hier geht der Weg runter. Sehen sogar. Jetzt sieht man ins Tal runter. Oh, da ist noch eine Bank. Da mache ich jetzt noch einen kleinen Moment eine Pause. Oh, da geht es auch steil runter zum Bach. Da ist die Straße auch ziemlich an einen Fels angebaut. Und da bin ich noch auf einer Brücke. Leider sieht man nicht, wie es da runter geht. Da drüben ist wieder eine mächtige Flut. Und ich komme langsam meinem Ziel entgegen. Es ist nicht mehr so weit. Die Kirchenglocken sind schön am Läuten. Schön, darunter zu schauen. Die heutige Wanderung war auch schön. Sehr streng, sehr viele Höhenmeter, über 1000. Und auch wieder runter. So viele. Und jetzt, der letzte Teilstück war nicht mehr so schön. Aber jetzt, ich hatte sehr viel jetzt asphaltierte Straßen und das ist nicht so angenehm. Da hat es jetzt sehr viele Wurzeln und Treppen. Es ist nicht so praktisch, da runter zu gehen.
Aber ich glaube, ich habe es jetzt dann geschafft. Da vorne ist noch die Schanze und da hier unten ist die Haltestelle und da vorne das Dorf. Wir haben es jetzt dann geschafft. Da noch geradeaus. Und da vorne ist die Busstation. Da ist noch ein Zaun. Dann noch in einer Weide. Und da ist offen. Ist, glaube ich, die tiefste Stelle von der heutigen Wanderung.